Hallo Leipzig, ich grüße das Fanmagazin und seine Zuschauer. Alles Gute, euer Rainer Koch. Hallo liebe Vorspielfreunde, da sind wir wieder für euch da heute und vor allem wo? Im Pie Maker auf der Kalibnerstraße. Hier gibt es lecker Pie. Was das ist, sehen wir am Ende der Sendung. Aber vor allem gibt es ja auch lecker Bier. Genau, das trinken wir jetzt zum Wohl. Und übrigens im eigenen Sinne, am 31. August starten wir wieder unsere Live-Sendung ab 19 live. Uhr. Ja, live sind wir da. Tolle Gäste, viele Dinge, die wir ja im Prinzip zu hören bekommen. Und was wir heute zu hören bekommen, ist zum Beispiel, dass am Wochenende die Chemiker gewonnen haben. Da ja. Haben wir einen Bericht dabei. Großer Pokalfight, alles dazu hier in der Sendung. Ja, mit Benjamin Schmidt sogar im Interview. Dann haben wir natürlich von den Leipzig Open einiges im Gepäck. Tennis. Und, ja, Tennis. Dann haben wir die Ice Fighters von der Pressekonferenz. Und. Also seid gespannt, kommen wir zu. Es wird viel passieren. Wir kommen zum Rückblick. Ja, und da kommen wir natürlich zu unserem Pokalhelden. Ja, absolut. Ja. Es ging richtig zu sein, richtiger Pokalfight. Ja, wir wollten euch eigentlich Spielbilder zeigen, aber der Grill, irgendeine Wurst ist ein bisschen angebrannt. Es war sehr verraucht und sehr verqualmt. Ja, es war sehr vernebelt, aber es rauchte in einem ausverkauften Stadion. Und ja. Da ging es richtig los. Da ging es richtig los und vor allem geht es auch richtig weiter, denn Chemie hat gewonnen. 2-1. Nach Rückstand haben sie sich zurückgekämpft und haben noch den Sieg davongetragen und stehen jetzt in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Das ist eine Sensation. Ja, das sollte man so sagen. Als einziger Oberligist übrigens. Absolut. Ne? Und wir haben mal Benjamin Schmidt gefragt, den Abwehrspieler von Chemie Leipzig, was er nach dem Spiel so empfunden hat. Wenn ich so kurz nach dem Spiel, ihr habt 2-1 gewonnen, wie fühlt sich? Ja, das wird man dann oft gefragt, aber eigentlich kann man es nicht so gut in Worte fassen. Ich glaube, was dann hilft, ist, sich mit seinen Mannschaftskameraden mal in die Kabine setzen, mal kurz sacken lassen, dann rauszugehen, mit den anderen zu reden und dann kommt es so nach und nach, morgen oder sowas. Jetzt gerade ist es einfach unbeschreiblich. Aber nach dem 1-0 dann für Regensburg, da musst du aufpassen, dass da nicht zusammenbricht. Haben wir echt gut gemacht. Wir waren aggressiv in Zweikampf drin, von der Luft hat es gut mitgehalten. Und dann ist Regensburg nicht mehr viel eingefallen. Reihe ist immer hingerannt und hat die Bälle dann gut so in der zweiten Reihe aufgesammelt, hat sie festgemacht, dann konnten wir immer nachrücken und mal ein bisschen Luft holen. Und dann hat er, glaube ich, selbst gemerkt, dass er gut im Spiel ist. Und dann hast du halt das Selbstvertrauen, denn dann merkst du, hier klappt heute einiges. Und dann gut gemacht vom Buch vor und dann haut er halt das Ding rein. Im Training macht das so, ist ein guter Fußballer und deswegen kann man das schon von dem, sage ich mal, so erwarten. Wen wünschst du dir persönlich jetzt als nächsten Gegner im Pokal? Ich bleibe nur noch bei Dortmund. Chemie riss sich sozusagen den Arsch auf. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Kann man sagen, man kann es ja auch sehen hier. Der Kommentator ja. Von Sky hat also, eine Hose kaputt gemacht. Genau, nicht nur Chemie. Also auf jeden Fall war richtig was los. Und der Trainer der Gäste aus Regensburg, der Achim Bayerlotzer, war mal Trainer bei RB Leipzig. Ja, der sagte irgendwie, dass Chemie hinten drin gestanden hat. Wir tun uns da sowieso, das wissen wir. Wenn wir gegen einen tief spielenden Gegner spielen, der uns das Spiel überlässt, dann ist das sicherlich keine unserer Stärken. Nee, also er hat sich schön Pressearbeit von RB färbt da wahrscheinlich noch ab. Er hat sich so ein bisschen schön geredet, weil Chemie stand nicht hinten drin. Die haben schön mitgespielt. Und wir hören trotzdem mal die Stimmen. Ich habe auch zur Mannschaft in der Halbzeit gesagt, wir müssen einfach mehr investieren, wenn wir das Ding noch ziehen wollen. Und das haben die Jungs hervorragend gemacht. Die haben sich reingehauen, die sind läuferisch an die Grenzen gegangen. Und von daher ist für mich der Sieg sehr schön, aber ich glaube auch nicht ganz unverdient. Ein Kai Droschki ist bekannt für seine Fernschüsse, auch schon in den anderen Vereinen hat er einige Tore geschossen, der sich nicht zu schade, auch mal aus 40 Metern drauf zu schießen, wo jeder sagt, der ist so bescheuert, aber das ist so, er hat so die Art und hoffentlich behält er die auch lange bei. Ich werde ihm das nicht verbieten. Es war eine ganz tolle Atmosphäre im Kunze-Sportpark, das muss man ganz klar sagen. Es war auch in keinster Weise feindselig. Wenn Sie wüssten, wie unser Trainingszentrum ausschaut, dass wir da in den Keller reingehen, Treppen runter und wir sind da auch sehr, sehr bodenständig, haben Container. Also wir haben ein schönes städtisches Stadion, das ist richtig, aber unsere Trainingsbedingungen, also das war kein Kulturschock für uns. Es ist natürlich schwierig, prinzipiell schwierig, eine tiefstehende Mannschaft zu bespielen. Es sind immerhin 10 Spieler, die sich da gut positionieren, die fit sind, die kämpfen können, die auch Fußball spielen können. Und insofern ist das sowieso eine Herausforderung für jede Mannschaft. Ja. Mein nächster Lieblingsgegner? Ja, im Pokal. Das ist mir eigentlich egal. Ich möchte wieder so einen Gegner, den man bespielen kann, nicht so einen starken. Wieder wünscht sich Bayern oder Dortmund oder so einen Hammerclub. Ich wünsche mir so einen kleinen Club, den man vielleicht auch noch mal siegen kann, dass man noch eine Runde weiterkommt. Denn die Hütte wird hier sowieso voll sein.
Dietmar Demuth wünscht sich jetzt einen kleinen Gegner. Und übrigens, einen kleinen Gegner hat RB Leipzig auch geschlagen. Und zwar 3:1 Viktoria Köln. Aber mit Hängen und Würgen am Ende. Ja. Sozusagen. Und was machen die RB-Frauen eigentlich? Ja, die haben verloren ihr Auftaktspiel bei Union Berlin. Mitfavorit um den Aufstieg. 2:1. 90 Minuten, nee, 80 Minuten haben sie nicht so gut gespielt, die RB-Frauen. 10 Minuten haben sie Gas gegeben. In der 90. auch noch ein Tor geschossen. Aber letztlich zu wenig für den Auftakt in dieser hochklassigen Regionalliga. Eintracht Leipzig Süd, die Frauen spielen ja auch, oder haben auch ihr erstes Spiel gespielt in der Regionalliga. Haben es auch verloren, aber wesentlich besser gespielt gegen Stern Berlin. Naja, wesentlich besser gespielt hätte gerne auch Eintracht Leipzig Süd, die Männer. Denn die haben ganz knapp verloren aber gegen den Landesliga-Vertreter. Absolut, war auch ein toller Pokalfight. Da ging es ja, stand es ja 3:3. Ja, der Heidenauer SV, gegen die stand es dann am Ende oder zumindest vor dem Elfmeterschießen 3:3. Wir sehen ja auch die Tore. Es ging in die Verlängerung, es gab dann das Elfmeterschießen und dann hast du Glück oder hast du keins. Man hat mal Glück, man hat mal Gandhi. Also da sind sie leider nicht weitergekommen, aber es hätte sein können. Ja, der eine oder andere hat ja auch mal einen Pfostenschuss gehabt, auch Schiene Leipzig hatte ja einen Pfostenschuss, aber hier wie gesagt. Das ist halt Pokal. Ja, die Eintracht Leipzig Süd, die haben es dann doch am Ende leider nicht weiter geschafft. Aber wer es geschafft hat, ist der VfB Zwickau, denn der hat sich gegen Vorburg durchgesetzt. Die Kickers Marc Leberg überzeugten mit 6:3 bei den Red Stars, bei den Roten Sternen. Ja, Blau-Weiß Leipzig schoss den Ligakonkurrenten in der Landesklasse Liebert-Wolkwitz mit 5:0 ab. Ja, sehr deutlich war es auch beim Markranstädt. Die haben aber verloren, nämlich 6:2 in Lößnitz. Ja, und dann die SG LVB gewann zu Hause gegen Sermut 5:3. Also tolle Ergebnisse. Wo liegt denn Sermut? Sermut liegt irgendwie hier in Sachsen. Ja, macht auch nicht schlecht. Ne? Lützia Eutrich ist auch raus nach dem 0:2 bei Blau-Weiß Krottendorf. Ja, und die Rotation Leipzig verliert gegen Taucher 99 0:2 zu Hause. Taucher ist aufgestiegen in die Landesliga. Und wer hat auch wieder getroffen? Ja. Schwipsi Schwips, der Mann, der immer trifft, traf auch diesmal. Richtig, beim 2:0 gegen die Spielvereinigung Reinsdorf-Vielau. Ja, klasse, weitergemacht mal. Ja, aber wo weiter? Leipzig-Lainz. Ja, da hat es leider nicht, also hat leider nicht geklappt. Knapp. Haben sie verloren, nämlich 13:14. Ja. Aber Sebastian Pfannert hat ja gesagt, es wird viel probiert. Sie nehmen das Jahr mit. Da ist der Sieg oder Niederlage jetzt nicht so wichtig. Genau, die spielen auch am Wochenende, kommt aber im Ausblick. Dann die Eisfighters. Bei den Eisfighters gab es ja letzte Woche, haben wir angekündigt, eine Pressekonferenz und einen Fanstammtisch. Zum Thema neues Stadion im Kohlrabi-Zirkus, große Eishalle. Ja, und da haben wir ein paar Stimmen bzw. ein paar Informationen von der Pressekonferenz. Und da vielen Dank an die LIZ. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir heute, bevor die nächsten Schritte für uns kommen, verkünden können, dass die EXA Online auf unbefristete Zeit ihren Partnerschaft, ihre Kooperation für uns verlängert hat. Und es gibt dem Verein unheimliche Sicherheit. Man hat als Unternehmen, als Unternehmer auch eine Verantwortung. Und eine Verantwortung, die ich sehe, ist, dass man auch vermitteln muss, dass es nicht nur um Entschuldigung, neoliberalen Scheiß gehen kann, sondern dass man auch Werte vermitteln muss. Dieses Eisfighters-Projekt, das ist einfach nur, Entschuldigung, geil. Wir haben unser Logo ein bisschen redesigned und ein bisschen verändert und wir freuen uns ganz besonders, euch heute ganz exklusiv und als erstes das neue Gesicht der EXA Eisfighters präsentieren zu können. Und das sieht so aus. Gespielt und haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich habe gesagt, du ESA, eigentlich würdest du dem gesamten Eisfighters-Gebilde noch viel mehr helfen, wenn du als Co-Trainer an meine Seite kommst und mit ins Management reinkommst und uns auf der Seite hilfst. Seine Reaktion war nur, habe ich so schlecht gespielt? Wir haben dann auch gedacht, viele kommen vielleicht von außerhalb, viele wollen vielleicht auch aus Taucher mitkommen und deswegen nehmen wir die Berechtigung für die Straßenbahn und für die S-Bahn und für die Busse wieder mit rein im ganzen MDV-Gebiet. Und wir wissen alle, dass das wirklich schwierig ist, ne? Aber ich sag's mal so, wir haben relativ früh in diesem Sommer auf die Karte Kohlrabi-Zirkus gesetzt. Wir wussten im Mai alle nicht, ob das klappt. Wir wussten es im Juni nicht, ob das klappt. Wir hatten gefühlt hunderte Gespräche mit dem Eigentümer, mit der Stadt, mit allen, die da involviert sind. Und wir haben am Ende, haben wir wirklich darauf gesetzt, dass wir das hinbekommen, dass wir das lösen. Lieben Dank auch nochmal an die LIZ, die uns auch teilen und verbreiten. Also wenn ihr uns nicht über den Kanal gucken wollt, wo ihr jetzt guckt, guckt über die LIZ. Genau, müsst ihr machen, Leipzig in der Zeitung. Und der SCDFK Leipzig steht im
Achtelpokal des DHB-Pokals. Im Achtelfinale des DHB-Pokals. Ja. Die Männer von Chefcoach Michael Biegler konnten sich gegen Zweitligist Dessau Roßlauer HV knapp durchsetzen, und zwar mit 25 zu 24. Ja, die liegen natürlich eine Klasse drunter und das ist eine tolle Leistung. Es absolut. Tolles Spiel. Und Werbung für den Handball. Definitiv. Und Werbung für den Handball gab es auch in Mackernstedt, nämlich beim 16. Midgas Cup in Mackernstedt. Da mussten leider die Piranhas den HCL im Kleinfinale so ein bisschen klein beigeben, sind Vierter geworden, aber einen Tag später in Chemnitz, da gab es bei einem sehr, sehr gut besetzten Turnier dann den zweiten Platz und haben sie nur verloren gegen den ESV 1927 Regensburg. Kann man machen. Also gegen Turniersieger verliere ich gerne, wenn ich ganz gegen alle gewinne. Ja, so ist es ja meistens. Ja. Dann sind wir bei den Leipzig Open. Tennis! Ja, da gab es auch den einen oder anderen Gewinner. Und, oder Verlierer. Ja, war eine schöne Aktion, war wirklich rund. Wir waren mal vor Ort. Das war sehr schön. Ort, ja. Essen war umsonst, trinken musste ich bezahlen. Ja, aber schade. Sonst war es super organisiert. Es ging ja um den Tennis und es war ganz toll. Wir haben da den Verantwortlichen mal im Gespräch. Eine Stimme. Hier ist es und zwar von Firmenvideos Online. Dankeschön. Leipzig um 2018 hat ein schon heute sensationelles Ergebnis gebracht. Nämlich erstens, wir haben eine Beteiligung, die wir die ganzen Jahre nicht hatten in diesem Ausmaße. Das wurde so deutlich, dass wir das Hauptfeld voll besetzt hatten. Wir haben die Quali voll besetzt. Also Ostdeutschland hat eigentlich nur dieses eine Turnier. Und was uns ganz stolz macht, die Turnierdirektorinnen und Direktoren aus den alten Bundesländern gucken herüber und staunen, wie viele Menschen sich für Leipzig und dieses Turnier entscheiden. Es ist ein Turnier für die Bürger, von Bürgern. Und das ist das, was mich ganz stolz macht. Wir haben dieses Turnier wieder mit ganz, ganz viel Ehrenamt bewältigt. Und wir haben eine tolle Resonanz bei den Bürgern der Stadt Leipzig. Wir sind zurzeit ein 25.000 US-Dollar Turnier. Der nächste Schritt wäre vielleicht die 60.000. Ich halte das nicht für unmöglich. Das macht das Turnier für die Spielerinnen noch viel attraktiver. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dort, wo man viel Geld verdienen kann, kann man auch viele Weltranglistenpunkte verdienen. Und insofern haben wir alle zusammen mit diesem Turnier noch alle Chancen offen, noch richtig berühmt zu werden in der Welt. Technische Probleme haben wir übrigens behoben. Ich höre dich heute klar wie Kloßbrühe. Ja, das liegt vielleicht auch an dem wunderbaren Guinness. Und an dem Klang hier drin. Kommen wir aber mal zum Ausblick. Ja, und da sind wir gleich beim Handball, denn die SCDFK-Handballer, die steigen ein am 23.08. zu Hause gegen TV Bittenfeld 1898. Einen schwierigen, aber durchaus machbaren Gegner. Um 19 Uhr geht's los zu Hause in der Arena. Dann kommen die Leipzig Lions am Samstag und die müssen am 25.08., das ist der Samstag, gegen die Cottbus Crayfish. Einen alten Bekannten. Ja. Es geht an der Heimstätte der Lions, an der Ratzelstraße Nummer 122. Geht's zur Sache, also schönes Wetter sollte garantiert sein, deswegen hingehen, solange die Sonne noch scheint. Ab 16 Uhr auf jeden Fall scheint sie noch. Dann die Landesliga und die Landesklasse, die starten jetzt endlich auch in die Liga, nicht nur die Pokale-Sache. Und da schauen wir mal auf die Partien. Mackernstedt muss nach Grimma. Taucher, die sind ja jetzt wieder in der Landesliga, die müssen gleich weit weg, und zwar nach weit weg Ski bei Nieski. Ja, an die Grenze sozusagen. Die Kickers aus Markkleeberg, die empfangen Rapid Chemnitz zu Hause. Und alle Spiele sind 15 Uhr terminiert. Genau, dann kommen wir gleich zur Landesklasse, denn die spielen am Samstag zum Beispiel die SG LVB in Radefeld. Und Blau-Weiß Leipzig muss nach Krostitz. Wohin? Krostitz. Krostitz. Die wollten letztes Jahr die absteigen. Die Landesliga sind jetzt wieder in der Landesklasse drin. Schauen wir mal, was passiert. Zwenkau kriegt Besuch von Liebert Wolkwitz. Ja, die haben ja 5-0 ganz haushoch verloren. Schauen wir mal, ob die sich erholt haben. Und am Sonntag Rodestand gegen HFC Kolditz. Und Rotation zu Hause gegen Lipsia Eutritsch. Die sind ja abgestiegen aus der Landesliga. Ja, und hier auch alle Spiele ab 15 Uhr. Das hat der Terminator so bestimmt. Ja, und die Oberliga und die Regionalliga spielen auch wieder. Also da muss Inter am Samstag nach Ludwigsfelde. Und Eilenburg spielt am Sonntag schon 14 Uhr zu Hause gegen einen Liga-Favoriten, und zwar den FSV 1993 Luckenwalde. Wir haben schon gesagt, die Oberliga wird spannend. Ihr seht ja auch alle anderen Partien. Und da gehen wir gleich auch noch in die Regionalliga, denn die spielt auch wieder nach dem Pokalwochenende. 15 Uhr empfängt Lok im Bruno-Blache-Stadion die bisher starken
Marken Babelsberger. Ja, am Sonntag. Da muss man hin und ja. Ich denke mal, wenn wir auch hier alle anderen Partien sehen, wird es wichtig sein, dass Lok Leipzig mal wieder 3 Punkte holt ja. Und vielleicht doch den anderen. Der Leipziger Fußball hat im Moment Aufschwung, deswegen ja. Könnte Lok da profitieren und mitschwimmen und auch dafür sorgen, dass der Aufschwung noch weitergeht. Wir hoffen es für alle, wir hoffen für alle Sportarten und wenn ihr wollt, dass wir zu euch kommen, dann meldet euch bei uns, wir sind hier beim Pie Maker. Wir essen jetzt was und wir essen vor allem einen Pie. Ja, genau. Ja. Prost. In diesem Sinne, bleibt sportlich.